So, das Großsegel ist gesetzt, aber wir sehen, der Baum steigt ganz schön weit nach oben. Das Achterlieg hat sehr viel Lose drin. Das liegt daran, wir haben ja den Baumniederruder freigegeben, damit der Baum nach oben kann zum Segel setzen. Das ist natürlich alles schön und gut gewesen, aber nun soll der Baum so weit oben nun auch wieder nicht stehen. Ein bisschen Verwindung muss das Segel haben, man nennt das Twist, aber so unendlich viel jetzt auch nicht. Man könnte jetzt an den Baumniederruder selbst ziehen, mache ich aber nicht. Ich ziehe einmal die Schot dicht, so wie für Amwindkurse üblich, und dann hole ich aus dem Niederruder nur die Lose raus. Also in der Praxis auf Fahrtenjachten begreife ich den Baumniederholer eher als Baumniederhalter. Der sorgt dafür, dass der Baum auf Raumkursen, Vormwind, Raumschots nicht zu sehr hoch geht. Da möchte ich ja gerne eine große Fläche dem Wind entgegenstellen, weil wir mit dem Widerstand segeln. Und auf Amwindkursen ist das alles gar nicht so interessant, weil dabei sowieso durch die Schot, dieser Zugwinkel hier ist, glaube ich, klar erkennbar, da wird der Baum sowieso schon runtergezogen in dem Moment, wo ich das Segel dicht holen will. Gucken wir uns gleich an. Wir wenden einmal. So, hier sieht man jetzt ganz schön aus dieser Perspektive, dass das Achterlieg so ein bisschen Verwindung hat, diesen Twist. Das Segel ist unten dichter als oben, oben weiter geöffnet, hat einen anderen Anstellwinkel am Windkurs. Und das muss auch so sein, denn oben ist ja der Wind stärker. Sprich, der scheinbare Wind, der sogenannte scheinbare Wind, besser wir sagen relativer Wind. Aber das hat sich in der Literatur nicht so gut durchgesetzt, leider. Also der relative Wind, der kommt oben raumer ein. Er kommt weiter achterlich und der relative Wind weht unten im unteren Bereich des Segels weiter von vorne. Deshalb muss das Segel unten dichter sein, oben weiter geöffnet, um überall den perfekten Anstellwinkel zu haben und den Sog zu entwickeln. Aber umgangssprachlich spricht man davon, dass man Druck im Schiff hat, jetzt gerade ein bisschen wenig, weil wir auch wenig Wind haben. Tatsächlich ist es ja ein Sog, der im Segel auf der Leeseite entsteht. Der ist leider ungefähr in diese Richtung zu verorten. Also geht auf der Leeseite hier lang. Das ist die Kraft, die im Segel entsteht. Klingt bedauerlich, denn eigentlich wollen wir nach da segeln. Ist auch schade, aber es ist so, wir können das nicht ändern weiter. Wir haben also dann, wenn wir keinen Kiel oder kein Schwert haben, tatsächlich das Problem, dass wir auf einem Amwindkurs in Wahrheit eher in diese Richtung segeln. Erst ein geschickt gebautes Unterwasserschiff, das unten wieder wie ein Flügel wirkt, das gleiche macht wie das Segel oben, nur eben andersrum, zieht, solange wir Fahrt durchs Wasser machen, eben unser Boot unter Wasser auf die andere Seite, nach Luv. Und so können wir mit relativ wenig Abdrift segeln. Alles das, was wir an Abdrift vermeiden unter Wasser, erleben wir dann dafür als Krängung. Ist normal. Wir sind nicht stolz drauf als Segler, aber es gehört eben dazu, wenn man weniger Abdrift haben will, nimmt man die Krängung in Kauf. Gut, das dazu zu dem Baumniederholer. Wie gesagt, auf Raumschutzkursen sorge ich dafür, dass er dicht ist. Am Wind macht das die Schot sowieso schon. Bei leichtem Wind freue ich mich, wenn das Achterlieg überhaupt ein bisschen Verwindung hinkriegt, trotz diesem steilen Zugwinkel der Schot. Dafür gibt es auf vielen Booten einen Traveler. Hier fehlt der. Das wäre eine Schiene, die hier quer durchs Cockpit läuft. Und die sorgt dafür, ich simuliere das einmal von Hand, die sorgt nun dafür, dass die Schot eben nicht so stramm nach unten gezogen wird, sondern eher so zur Seite. Damit kann sich das Achterlieg besser öffnen und wir kriegen den Twist, den wir brauchen. Hier haben wir dafür den Kicker. Man könnte notfalls, wenn beides nicht vorhanden ist, auch mit der Dirk ein bisschen spielen. Diese hier, wenn ich den Baum ein bisschen andirke, dann zieht zumindest das Gewicht nicht ganz so stark den Baum nach unten.